ersten Folge des neuen Podcastes, sagt man das so, Podcastes, The Next Level Shift, und zwar, ich stehe das F in Klammern, da kommen wir aber gleich dazu. Schön, dass du hier gelandet bist. In dieser Folge soll es darum gehen, dass wir uns erstmal ganz kurz vorstellen, wer denn hier die beiden Protagonisten sind. Dann ganz kurz darüber reden, was dich hier in den nächsten Folgen erwarten wird und vor allen Dingen, was du davon hast, dass du hier regelmäßig zuschaust oder zuhörst. Und ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, starten wir einfach rein mit dem ersten Punkt. Also, wer sind wir eigentlich? Und die Frage gebe ich gerne weiter an Sebastian. Hallo Sebastian, schön, dass du mit dabei bist und hier Bock hast, diesen Podcast mit mir aufzubauen. Vielleicht ganz kurz, wer bist du und was ist deine Motivation? Ja, also erstmal mega cool, dass wir das jetzt starten. Ich bin total begeistert, was da jetzt kommen wird, weil es wird so, so genial. Und ich freue mich auch riesig, mit dir gemeinsam, lieber Marco, den Podcast hier jetzt zu machen. Okay, zu mir ganz kurz. Mein Name ist Sebastian Meyer. Ich bin von Haus aus, komme ich aus der IT-Richtung. Also ich bin Programmierer. Damit habe ich mal mit 9 Jahren angefangen. Die Geschichte ist ganz lustig. Ich wollte eigentlich nur in einem Computerspiel weiterkommen und habe mich da laut beschwert. Und die Antwort meines Vaters dazu war, dass er mir ein Programmierhandbuch in die Hand gedrückt hat. Es war, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe es ernst genommen und habe dann Programmieren gelernt, um in dem Spiel weiterzukommen, was dann irgendwann in Vergessenheit geraten ist, weil das Programmieren viel spannender war. Dann bin ich auch Betriebswirt, also ich bin komme aus dem Bereich Marketing und Controlling. Das war so das, was ich dann mal gemacht habe, als ich größer geworden bin, erwachsen geworden bin. In den letzten fast 3 Dekaden jetzt bald habe ich 4 eigene Dienstleistungsunternehmen aufgebaut, auch sehr stark in diesem Tech-IT-Bereich. Und habe dann immer wieder den Traum und das Ziel vor Augen gehabt, um die Welt zu reisen, und habe dann gemerkt, als selbstständiger Dienstleister, das ist nicht so kompatibel, und habe mich dann auf die Reise gemacht, wie man das hinbekommt, dass man, also eigentlich quasi das, was dir keiner als selbstständiger Dienstleister, was dir da keiner über echte finanzielle Freiheit erzählt, und Freiheit nicht nur im finanziellen Sinne, sondern auch im räumlichen Sinne. Und das hat mich dann lange begleitet, und das ist, nachdem ich das dann inzwischen jetzt auch schon vor ein paar Jahren erreicht habe, ist es jetzt tatsächlich so, dass ich seit ein paar Jahren um die Welt reise, mit meiner wundervollen Partnerin mein Leben genieße und das, was ich da auf dem Weg alles gelernt habe über Unternehmensaufbau, finanzielle Freiheit, Millionen Umsätze machen ohne große Teams und so weiter. Alles, was so spannend ist, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren auch als Mentor und habe da schon hunderten Selbstständigen dabei geholfen, ihr Business mit Herz und Verstand wachsen zu lassen und anders aufzubauen, sodass sie auch ihre Ziele und ihre Träume und Wünsche erfüllen können. Ja, das ist das in a nutshell über mich. Mega. Und ich, also ganz ehrlich, du bist bereits damals mit deiner Programmierung, du wolltest ja eigentlich ein Computerspiel spielen, mit dem Next Level Shit oder Next Level Shift gestartet. Das heißt, du hast dich selbst hochgeschiftet und hast dadurch quasi auch dein Leben irgendwo geebnet. Also du hast den Weg in dein Leben mit dieser Entscheidung als Kind damals noch eigentlich schon geebnet. Und das finde ich krass, und im Grunde beschreibt es auch so ein Stück weit das, worum es hier in diesem Podcast gehen soll. Ja, viele reden darüber oder viele Podcasts gehen darüber, wie man das perfekte Business aufbaut, und andere wiederum, die sind reines Entertainment, da geht es nur um Unterhaltung und so weiter. Und ich finde, es fehlt so ein Stück weit, also meiner Meinung nach, vielleicht, ich kenne auch nicht alle Podcasts, vielleicht täusche ich mich da auch, aber fehlt es an eine Unterhaltungssendung, ja, wo es schon um Unterhaltung geht in erster Linie, wo man auch mal rumschwurbeln darf, wo wir uns aber in erster Linie damit beschäftigen, was kommt denn als nächstes, was ist denn das nächste Level, ja, und nicht nur jetzt in deinem speziellen Fall
Wie kommst du selbst ins nächste Level? Ja, das ist auch mega geil. Aber auch, wie kommt die Gesellschaft ins nächste Level? Und das ist halt ein ganz krass großes Anliegen von uns beiden, wie kommt die Technik oder was ist der nächste technologische Sprung sozusagen, den wir gerade meistern und den die Menschheit meistert? Und da sind wir ganz tief drin beim Thema KI und so weiter. Und das Geniale ist auch, dass wir beide ja immer wieder auch wir kennen uns ja auch privat, wir unterhalten uns viel, wir tauschen uns aus über unsere beiden Lebenserfahrungen, weil wir so vieles gemeinsam haben. Und was ich so spannend finde, und deswegen wird der Next Level Shift Podcast auch für euch so mega interessant werden, ist, wir beide aus unterschiedlichen Richtungen beschäftigen uns schon seit Jahren immer wieder mit den neuesten Dingen, mit den Dingen, die wirklich, bevor sie passieren, sind wir schon dran. Oft, bevor sie passieren, sind wir dran und beschäftigen uns damit, wie sich das eben als auswirken wird auf das Business, auf das Leben, auf die Gesellschaft und so weiter und so fort. Und dabei haben wir auch immer wieder festgestellt, dass es für die ganzen anderen, für die breite Masse gar nicht so leicht ist, an diese Informationen ranzukommen. Und deswegen tauschen wir uns auch aus und haben halt gedacht, hey, mega, das ist doch genial, wenn wir das noch viel mehr Menschen zugänglich machen. Und darum geht es eben heute auch. Und Marco bringt eben so geniale Dinge aus dem Finanzbereich mit. Deswegen am besten stell du dich doch noch mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Also das ist schon ein tolles Stichwort. Ich bin Gründer der Geldhelden-Community. Das ist aber etwas, was nicht direkt am Anfang in meinem Leben passiert ist, sondern erst sehr, sehr spät. Denn ich bin ganz am Anfang den klassischen Bildungsweg gegangen. Ich bin also in der Schule gewesen, habe dann in der 9. Klasse übrigens die Schule ohne Abschluss verlassen, um dann ein halbes Jahr als Postbote, also als Zeitungs- und Briefzusteller zu arbeiten, wo ich übrigens meine ersten 50 D-Mark damals auf der Straße gefunden habe. Dachte ich damals auch schon, Mensch, das Geld liegt auf der Straße. Ne? War aber damals noch nicht mein Thema. Ich habe dann eine Maurerlehre gemacht, habe dann eine Weile als Maurer gearbeitet und habe dann irgendwann mal, übrigens auch eine nette Story, auch Next Level, mit einem Meister zusammengearbeitet, der so ein paar bautechnische Herausforderungen hatte. Er kam aus einer älteren Zeit und hat ein paar Dinge gemacht, kam mit den neuen Baumaterialien nicht so gut klar und hat auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und ich dachte mir damals, Mensch, wenn der Meister ist, dann kann ich das schon lange. Und das ist auch wieder Next Level. Also, hey, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Hab dann den Meister gemacht, hab dann auch wie du Betriebswirt gemacht, allerdings bei der Handwerkskammer und hab dann sogar nochmal Architektur studiert. Das heißt, ich bin einmal quer durchs gesamte Bildungssystem gegangen und hab da vor allen Dingen eins festgestellt, nämlich, dass man im gesamten Bildungssystem, in der Ausbildung, in der Schule, selbst in einem betriebswirtschaftlichen Studium, ja, in der Universität und so weiter, man lernt nichts über Geld. Ja, man lernt was über Zahlen, über Mathematik und so weiter, aber nichts über Geld. Und das ist dann später, habe ich dann ein Unternehmen gegründet, also relativ schnell nach meinem Architekturstudium habe ich noch ein halbes Jahr als Architekt gearbeitet, war in China ein halbes Jahr, habe da auch schon so meine ersten Auslandserfahrungen gemacht und krasse Projekte damals auch umgesetzt, aber wirklich auch Next Level. Wir haben, also ich als kleiner, junger, unerfahrener Architekt habe da Hochhäuser mitgeplant, die da jetzt stehen, ja, also einen Staudamm haben wir geplant, also verschiedene, eine ganze Stadt haben wir hochgeplant von 500.000 auf 2 Millionen Einwohner und mach das mal bitte. Also normalerweise hast du da 20, 30, 40 Jahre Berufserfahrung, dass du an so ein Projekt rankommst und ich bin da einfach so reingerutscht, ja, und hatte da auch schon so ein Next Level. Und ja, und dann kam ich zurück aus China, habe ein Unternehmen gegründet, im Bereich 3D-Konfiguratoren und Visualisierungen. Und da ist auch tatsächlich etwas passiert. Das heißt also, die Kunden kamen auf uns zu und haben gesagt, das, was ihr hier macht mit den Bildern, so 3D-animierte Bilder und so weiter, das war damals 2006, also da gab es das noch nicht so wie heute. Heute sieht man das ja überall. Damals war das neu, ja. Und unsere Kunden kamen dann auch irgendwann mal an und meinten so, das wäre cool, wenn es das in 3D gäbe und wenn man das konfigurieren könnte, also unsere Produkte irgendwie in 3D im Browser direkt das machen könnte. Und ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, aber wir haben damals gesagt, okay, wir machen das. Wir haben ein Angebot gemacht, ja, haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist auch eines der
der Quellen, um weiterzukommen im Leben, einfach mal Dinge zu machen, Dinge zu adaptieren und zu sagen, okay, es gibt die Nachfrage, wir lösen das halt einfach. Und so waren wir dann tatsächlich eines der ersten Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich außerhalb der Autoindustrie, die war natürlich eher da, aber außerhalb ja mit 3D-Konfiguratoren beschäftigt haben und das für die Möbelindustrie, für die Bauindustrie umgesetzt haben. Und irgendwann wurde das eben sehr, sehr programmiererlastig. Und da ich das nie gelernt habe und nicht so genau nachvollziehen konnte, was unsere angestellten Programmierer da tun, habe ich dann auch irgendwann mal das große Glück gehabt, dass ich ein anderes Unternehmen kennengelernt habe, die ganz, ganz tief im dieser Programmierwelt drin waren und die eine neue Herausforderung gesucht haben. Und mit denen haben wir dann lange zusammengearbeitet und im Endeffekt haben wir denen dann dieses gesamte Projekt übergeben, was mein erster Exit war sozusagen. Und da kommen wir dann, und da schneiden sich jetzt unsere Wege. Da war dann das erste Mal wirklich die große Chance, raus aus dem Hamsterrad zu kommen. Denn ich habe dieses Unternehmen damals auch als Hamsterrad empfunden. Also sprich, ich war frühest der Erste im Büro, abends der Letzte, der raus ist. Und mich auf Weltreise zu begeben. Und wir haben damals mit Bali angefangen. Das heißt, wir sind nach Bali geflogen, haben mal getestet, ob man denn von Bali aus Projekte starten kann und Geld verdienen kann. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das war dann quasi so der Startschuss, wo ich dann mich abgemeldet habe aus Deutschland und seitdem eigentlich erstmal als digitaler Nomade in der Welt unterwegs war. Und da die krassesten Leute kennengelernt habe, die krassesten Geschäftsmodelle gesehen habe. Wirklich, also Deutschland ist schon echt geil, aber wenn du dann noch in der Welt das kombinierst mit anderen Nationen, mit anderen Innovationen, das ist einfach der Hammer. Und jetzt seit 4 Jahren, also seit so kurz vor, also so ein halbes Jahr bevor die Pandemie begonnen hat, haben wir uns dann hier das erste Mal in Thailand auf der Insel Koh Phangan niedergelassen und sind dann auch, wo das dann losging mit der Pandemie, haben wir relativ schnell entschieden, okay, wir kommen zurück. Und seitdem leben wir eigentlich hier und reisen, wenn wir jetzt reisen, von Koh Phangan aus irgendwo hin und kommen wieder zurück nach Koh Phangan. Und das ist jetzt so unser Lebensmittelpunkt. Ich glaube, das war nicht eine Nutshell, sondern das war jetzt wirklich ausführlich. Ich hoffe, nicht zu lang. Das kurz zu mir. Die Frage wäre jetzt, die gebe ich jetzt an dich weiter, Sebastian. Was erwartet denn jetzt, wenn ich mir diesen Podcast anhöre in den nächsten Sendungen? Was erwartet mich da? Ja, wir haben super spannende Themen, mit denen wir uns intensiver beschäftigen werden. Wir werden natürlich, weil Next Level Shift hat natürlich auch viel mit Finanzen zu tun. Wir werden uns mit dem Wandel vom Finanzsystem beschäftigen. Aber gleichzeitig schauen wir uns auch an, weil das auch gerade für uns ein super spannendes Thema ist, in dem wir sehr, sehr tief drin sind aus verschiedenen Gründen, werden wir uns anschauen, künstliche Intelligenz und Finanzen. Also gerade, was verändert sich da? Und die ganze Welt verändert sich durch das, hat ja jeder jetzt mitgekriegt. Also ich glaube, kaum einer wird irgendwie in den letzten Wochen oder Monaten da drum gekommen sein, dass er irgendwo mal Begriffe wie ChatGPT, künstliche Intelligenz, wird den Arbeitsmarkt revolutionieren, wird die Finanzen revolutionieren. Und all diese Dinge, wo künstliche Intelligenz drin ist, die hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Finanzen. Deswegen, also das wird ganz, ganz spannend werden. Next-Level-Technologien, nicht nur künstliche Intelligenz, auch sehr viel, aber da wird sehr, sehr viel Spannendes kommen. Wir haben ganz, ganz tolle Themen, die dann auch wieder Auswirkungen auf die Finanzen haben. Auch wenn du da im Investieren, im Investment drin bist, wird das mega spannend für dich. Da werden wir viel haben. Wir werden aber auch Next-Level-Technologien haben, die quasi, man könnte fast sagen, nicht von dieser Welt sind. Vielleicht sind sie nicht von dieser Welt. Darüber werden wir auch sprechen. Wo kommen die eigentlich her? Und was für Zukunftschancen entstehen dadurch für dich? Wie kannst du Risiken minimieren? Also es geht einfach darum, dass du informiert wirst, aber auf eine unterhaltsame, auf eine spannende, auf eine lustige Art und Weise. Und wir werden die Themen analysieren, diskutieren, wir werden viel Spaß miteinander haben. Genau. Und wir hatten jetzt schon im Vorgespräch, also was für Technologien gibt es? Sehr spannend. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen die nächsten Tage mal, aber auf jeden Fall habe ich erst heute gelesen, dass es inzwischen Pillen gibt, die bereits ein Signal aussenden, ob man die Pille genommen hat. Also über sowas reden wir. Also wirklich Next Level, was passiert da draußen gerade? Wie verändert sich die Menschheit gerade? Wie verändern sich die Technologien, die der Menschheit helfen,
oder vielleicht auch schaden können und so weiter. Ja, und die Frage ist natürlich, was hast du davon? Ich bringe hier sehr, sehr gerne eher so meine finanzielle Perspektive auch mit ein, die Perspektive eines Investors, aber auch die Perspektive von jemandem, der sehr, sehr gerne neue Projekte entwickelt, neue Einkommensströme aufbaut. Wir haben, also ich mit meiner Frau zusammen, wir haben über 15 Einkommensströme, verschiedene Einkommensströme, alles mal als kleine Projekte angefangen, irgendwann mal automatisiert, die jetzt einfach so laufen und die monatlich immer wieder Geld reintropfen. Und so mit dieser Brille schaue ich mir halt die verschiedenen Dinge an. Und ich glaube, das ist auch sowas, ein Stück weit das, was du davon haben könntest. Das heißt, du könntest anhand dessen, dass wir uns hier mit den neuesten Sachen sozusagen auseinandersetzen, vielleicht auch das eine oder andere Risiko, aber auch vielleicht die eine oder andere Chance erkennen, die dir vielleicht dabei hilft, für dich ein Business zu entwickeln oder in etwas zu investieren, was eine Zukunftschance hat. Ja, also was vielleicht eine größere Zukunftschance hat als was anderes. Ja, auf der anderen Seite werden wir natürlich auch auf die praktischen Tipps gehen. Also wie kann man durch diese Dinge, über die wir reden, vielleicht finanziell davon profitieren? Was kann man daraus lernen? Welche finanziellen, ich sag mal, ja, Learnings stecken da drin? Also es geht ein Stück weit, wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt. Das heißt, es geht ein Stück weit auch darum, was hat man denn jetzt davon? Ja, und da in erster Linie natürlich, was habe ich denn finanziell davon? Denn egal, was du für Ziele und Träume im Leben hast, in der Regel ist es so, dass du sie besser, schneller und leichter umsetzen kannst, wenn du Geld hast. Und deswegen schauen wir uns vor allen Dingen eben auch die finanzielle Seite dessen an. Ist aber nicht das einzige Thema. Genau, und dann haben wir noch einen Wettbewerb vorbereitet. Also ich hoffe, dass wir beide jetzt so ein bisschen die Zündschnur gezündet haben zu der Explosion, die da in den nächsten Folgen kommen wird und dass du dich darauf freust. Was uns sehr, sehr freuen würde, wäre, wenn du natürlich mal schreibst, welche Themen dich besonders interessieren. Es dürfen ruhig Schwurbler-Themen sein. Also wir würden auch ganz bewusst mal Themen nehmen, also gerade wenn wir jetzt KI reden oder über das neue Geldsystem reden, was da jetzt gerade im Entstehen ist oder was schon kommt, nicht im Entstehen. Es ist bereits dabei, sich umzusetzen. Also da gibt es sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorien. Das können wir auch gern mal alles auseinandernehmen, mal gucken, was könnte da dran sein, was könnte da nicht dran sein, was habe ich davon, ja, wie kann ich davon profitieren, was für ein Risiko steckt da drin und so weiter. Also wenn diese Zündschnur jetzt angegangen ist, dann haben wir noch eine kleine Überraschung für dich, denn es gibt auch etwas zu gewinnen. Ja. Ja, was denn genau, Sebastian? Ah, den Part wollte ich jetzt ganz entspannt dich weiter. Das war so in der Gerne, in gerne, gerne, gerne. Ja. Gerne, also ich kann das auch gerne übernehmen. Also wir sind natürlich also voll enthusiastisch. Also diese Gespräche, die wir hier führen, ja, die führen wir sowieso. Die führen wir auch, ohne dass wir das aufzeichnen, ohne dass wir das veröffentlichen. Einfach nur, die haben wir in den letzten Monaten eigentlich jede Woche ein-, zweimal geführt. Entweder haben wir uns getroffen, in Malaysia zum Beispiel, oder hier in Kupangan, oder wir haben es halt meistens online gemacht. Aber wir möchten ja natürlich, dass diese nicht nur Informationen, auch diese Gedankengänge, also diese, ich nenne es jetzt mal Next-Level-Shift-Gedanken, auch irgendwie Menschen erreichen, Menschen inspirieren, Menschen dazu bringen, auch mal über den Tellerrand hinauszudenken, auch mal weiterzudenken. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass diejenigen, die Lust dazu haben, die uns helfen wollen, diesen Podcast zu verbreiten in den sozialen Medien, im Internet, wo auch immer, etwas gewinnen können. Und zwar, wir sind ja auch unter anderem im Bereich finanzielle Bildung, also wenn schon, denn schon, dann gibt es auch Geld zu gewinnen. Das heißt, ganz konkret, wenn es jemand schafft, diesen Podcast separat auf einer Social-Media-Plattform aufzusetzen, und zwar mit sogenannten Shorts oder Reels oder nenn es, wie du willst, also mit kleinen Ausschnitten aus dem Podcast, wo wir vielleicht etwas sagen, was für die größere Zielgruppe spannend sein könnte. Man kann das mit Untertiteln versehen, man kann Musik einspielen, man kann
Bilder zum Beispiel über die KI auch, aber eben auch so Stockfotos und so weiter dazu tun, wo man das, was wir sagen, vielleicht ein bisschen visuell noch unterstützen kann. Und einige dieser Shots gehen natürlich viral. Das ist die Hoffnung. Wenn du es schaffst, also wie gesagt, es gibt hier offiziell die Freigabe für alle, alles zu kopieren. Es gibt die sogenannte CC0-Lizenz. Das bedeutet, CC0 bedeutet, dass im Grunde das gesamte Copyright offen ist. Das heißt, ihr dürft alles damit machen, ihr dürft es verfremden, ihr dürftet es sogar verkaufen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber das ist in dieser Lizenz definitiv mit abgeglichen. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, ich hätte Bock, jetzt kommt der Preis, 1.000 € pro Monat zu gewinnen, dann dürft ihr gerne mit diesen Videos, mit den Audio, wenn das auch ausreichend ist, machen, was ihr wollt, um neue Kanäle aufzusetzen bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer eure Plattform ist, Pinterest oder Snapchat, genau. Es gibt ja zig Plattformen, ist uns egal. Wichtig ist, dass ihr uns nachweist, dass ihr mindestens 1 Million View von einem Video erreicht habt, und zwar nicht insgesamt auf dem Kanal, sondern für ein Video. Und wenn es jemand schafft, ein dieser Videos so viral gehen zu lassen, dass ihr 1 Million Aufrufe habt, dann erhaltet ihr von uns 1.000 €. Sollten es 2 sein, pro Monat, wie gesagt, sollten es 2 sein, dann wird das durch 2 geteilt. Sollten es 3 sein, wird es durch 3 geteilt. Das wird natürlich am Anfang erstmal ein bisschen dauern, vermute ich. Ich weiß nicht, wie gut das und wie schnell das geht. Sollte es relativ schnell gehen und relativ schnell groß werden, sind wir natürlich gerne bereit, dann das Preisgeld später zu erhöhen. Da müssen wir mal später drüber reden. Aber jetzt geht es erstmal um 1.000 €. Das heißt, wenn du es schaffst, ein Video von uns viral gehen zu lassen, was mehr als 1 Million View pro Monat hat, und der erste Monat, der gilt, ist der August 2023. Wenn wir also am 31. August 2000, beziehungsweise am 1., also einen Tag danach, wenn du uns ein Video einreichst, da müssen wir mal noch eine E-Mail-Adresse hier unten drunter machen, dass du uns den Kanal zuschicken kannst. Dann schauen wir natürlich nach, ob das jetzt gekaufte Views sind oder gekaufte Follower sind oder ob das echte sind. Also das machen wir schon, wir überprüfen das. Wenn das aber echt ist, dann kannst du da mit einem Betrag von 1.000 € rechnen, wenn du das schaffen solltest. Genau. Am besten texte uns mit unseren Social Medias in dem Video, wenn du das sharest, und dann finden wir dich nämlich auch da drüber. Genau, verlinke uns am besten, und nichtsdestotrotz sollten wir irgendwo eine Anlaufstelle machen, dass ihr uns das zuschicken könnt. Wir überprüfen das dann und zahlen dann das Geld aus. Genau. Und da sind wir jetzt auch noch bei einem Thema, denn jetzt, das habe ich fast vergessen, eines der wichtigsten Themen ist eigentlich, wie kann man mit KI Geld verdienen? Und das wäre nämlich schon das Erste. Es gibt ja verschiedene KI-Tools, mit denen man solche Reels relativ einfach erstellen kann. Das heißt, das wäre schon eine Möglichkeit, mit KI Geld zu verdienen, bereits jetzt, alleine aufgrund dieses Podcastes. Aber wir werden uns auch natürlich in unserem Podcast sehr stark damit beschäftigen, weil wir es eben selbst auch tun, wie man mit neueren KI-Tools Geld verdienen kann. Also Geschäftsmodelle, Einnahmequellen mit KI, weil wir es eben auch selbst für uns umsetzen, und es macht total Sinn, darüber zu reden. Genau. Und falls dich zum Beispiel irgendwelche Systeme interessieren, die du irgendwo entdeckt hast, weil es gibt ja momentan auch wieder sehr viele schnell reich werde Systeme, die da draußen gerade rund um KI auftauchen. Und wir gucken uns die auch an, und wir werden da sicherlich auch mal Videos dazu machen. Aber falls du gerade so eins hast und sagst, hey, das würde mich mega interessieren, wie ist eure Meinung dazu? Und denkt ihr, ist das fake oder ist es real? Und dann gib uns das rein, weil dann können wir uns das anschauen, können das hier in dem Podcast besprechen, und du bekommst eben dann die Einblicke in unsere Entscheidungsprozesse, in unsere Denkprozesse quasi im Podcast, und erfährst dann, was wir darüber halten, und hast dann für dich mit Sicherheit eine bessere Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ob du es auch mal ausprobieren willst oder ob du vielleicht lieber was anderes machen möchtest. Genau. Ja, ich bin mega gespannt auf das, was ihr euch wünscht, was ihr uns zusendet, welche Tools wir uns ansehen sollen. Wir werden aber natürlich, haben wir schon eine kleine Agenda mit ein, zwei sehr, sehr spannenden Themen anfangen.
Und in diesem Sinne kann ich jetzt nur noch mal empfehlen, abonniert unbedingt den Kanal. Wir haben ja eine eigene Podcast-Rubrik aufgebaut. Das heißt, einfach abonnieren, damit ihr nicht die nächste Folge verpasst. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich glaube, das war's, oder? Ja, und wir sehen oder hören uns in der nächsten Folge. So machen wir das. Macht's gut, ihr Lieben. Danke euch. Ciao. Ciao.